Nach Hause. Nur nach Hause. Jeder von uns wusste, dass wir Seiltänzer sind. Jeder von uns wusste, dass es der einzige Zirkusberuf war, der uns stand. Ich nehme dich mit in der S-Bahn. Uns. Gegenüber sitzt dieser Vampir, ein alter Vampir, ein gut aussehender Vampir. Ich kann seine Augen nicht erkennen, denn er vergräbt sie unter seinen Händen, seinen schlanken Klavierspielerfingern. Und zum Rücken sitzt der Schriftsteller. Ununterbrochen hackt er Worte in seinen Computer, ab und zu aufblickend, einen Zug von seiner Zigarette nehmend. Das Flackern und Flimmern des Monitors, den er auf dem kleinen Metallmüllbehälter festgebunden hat, ist die einzige Lichtquelle in diesem dunklen, stinkenden, vollgekotzten Waggon. Ich traue mich, kein Wort zu sagen. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie mir der Schriftsteller mit der Zigarette im Mundwinkel in den Rücken starrt, harrend und wartend auf ein Wort meinerseits, was er verdrehen und in seinem neuen Roman einbauen kann. Aber ich höre dich atmen neben mir. Hast du den Vampir auch entdeckt? Kannst du die Tastaturanschläge des Schriftstellers hören? Sagen wir deswegen nichts, weil wir zwischen den beiden eingekeilt sind? Ich denke besser nicht darüber nach,